Da ist er. Mensch, unser Testkumpel. Die Atemlöcher bitte. 95% und Floppywurf. Also noch schneller kriegen wir das Monster von Kräften. Auch nicht mit Kloppy kaputt. Aber das ist ja nur eine kleine Demonstration gewesen. Und weil wir gerade so schön gebufft sind, wollen wir natürlich was Actiongeladenes machen. Oh, wir haben richtig viel zu tun. Ich muss noch bis morgen Abend 13 gruselige Verbrannte killen. Diesmal habe ich zumindest die Halloween-Süßigkeiten-Verteiler-Quest abgeschlossen und die wurde ja Gott sei Dank verlängert. Ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht, dass ich mir die Popcorn-Maschine gar nicht mehr erspielen kann. Das Gute ist ja jetzt, dass man nur einmal am Tag Süßigkeiten verteilen muss, ne? So, was ist denn hier heute los? Kann man das Bloody spielen? Ja, wenn man möchte, kann man das tun. Ist gerade einer da unterwegs? Vielleicht. Wir sind noch gruppenlos. Na toll. Gut, dann spielen wir ein Event. Denn wir müssen ja heute noch ein Level machen. Ich gründe eine Eventgruppe. Und dann kann es auch schon losgehen. Was gibt es denn für schöne Events? Blutkäferhorde. Müssen wir legendäre Gegner killen? Ja. Okay, dafür müssten wir uns natürlich jetzt nicht unbedingt gebufft haben, aber... ach komm, wir machen lieber das hier. Verteidige den Flughafen von Wade. Oh, Supermutanten, ne? Übel! Weg mit euch! Wir müssen super vorsichtig sein. Denn wir sind sehr zart ohne Powerrüstung. Was? Warum habe ich denn jetzt auf einmal wieder so viel Energie? Gut. Das ist sehr mysteriös. Wir haben uns ein bisschen geheilt. Aber ihr seht schon, das geht schon richtig fix hier mit dem Dongle. Und da das Teil hier Ultrazit-Muni verschießt, können wir diese unproblematischer in größeren Mengen herstellen. Nur auf Distanz, ne? Ist der Dongle definitiv Kloppy unterlegen. Ja, das muss ich leider zugeben. Es ist so ein Zwischending zwischen Kurzreichweite und Midrange. Aber reinhauen tut das Teil. Zu Genüge, wunderbar, klasse, Event abgeschlossen. Ein Event im Kostüm. Sind die Blutkäfer noch da? Wir brauchen noch einen legendären Gegner. Der würde zwar sicherlich auch so kommen, aber hey, warte mal. Reiseloadout. Ist hier nicht zufällig gerade noch ein Camp oder so in der Nähe? Wir brauchen auch noch Süßigkeiten. Ja, hier, nimm mal die noch mit und dann rüber zu den Blutkäfern. Ich hätte den Dongle auch nie ohne das Halloween-Event gefunden. Und zwar habe ich den gekauft von einem Mitspieler, den ich nur besucht habe, um Süßigkeiten zu kaufen. Da hat wieder ein Zahnrädchen ins andere gegriffen. Süßigkeiten! Yay! Und bitte lass noch irgendwen zu mir kommen. Komisch, auch dieser Verkaufsautomat leuchtet gerade nicht. Trotzdem kann ich drauf zugreifen. Ein klarer Nachteil beim Dongle ist natürlich auch, dass wir Munition jetzt ausschließlich selber herstellen müssen, weil so häufig droppen die Gegner einfach mal keine Ultrazit 45er. Blutkäfer wollte ich spielen. Yay, yeah, wir haben Süßigkeiten verteilt. Das ist schön. Klasse. Wunderbar. Zu den Blutkäfern jetzt. Na, sind sie gleich hier? Ja, sieht ziemlich danach aus. Boom. Aber das war noch nicht hier der super legendäre, oder? Oh, wer ist da? Hey! Ich war zuerst hier! Na, wo ist er? Der Oberherrscher? Ist nicht hier, doch. Warte mal, der ist in der Höhle, oder? Können wir hier rein? Nee. Der hovert so ein bisschen im Boden rum. Haben wir zufällig eine Feuerfloater-Granate? Nein! Ansonsten könnte man den sicherlich rausholen. Bestimmt. Schade. Ist doof gelaufen, würde ich mal sagen. Das ist auch hier die einzigste Location, wo es die Blutkäfer gibt. Und er ist schon abgehauen. Schande. Ja, müssen wir... Nein, doch nicht. Müssen wir doch nicht. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh Gott, meine schönen Buffs. Verdammt, schon wieder umsonst geschlafen. Also, wir merken uns für die Zukunft... Wenn wir voll gebufft sind, dann nur noch in der Powerrüstung rumlaufen. Nee, da kommt keiner mehr. Schade. Das ist wieder so ein
mysteriöses Event. Können wir nichts dran ändern. Weiterreisen bitte. Was müssen wir denn noch so tun? Noch mehr Süßigkeiten holen, aber der Server scheint ziemlich leer zu sein. Nein, hier ist noch einer. Das kam jetzt auch alles so plötzlich mit dem Respawn. Der Blutkäfer. Das war zu schnell für mich. So, wo haben wir denn hier die Süßigkeiten-Schale? Weiter oben? Ja, da ist sie, Mensch. Direkt beim Kürbis. Schön. Hast du was Schönes für uns? Immer mal gucken. Vielleicht ein paar Baupläne oder so. Die wir noch nicht gelernt haben. Schön viele Baupläne. Aber leider nichts für uns dabei. Adrenalreaktion-Serum verkaufe ich derzeit für 349. Ist jetzt schon zweimal weggegangen. Vorher hatte ich es ja auch so für 500, 600 drin. Aber 300, das habe ich jetzt auch öfter schon gesehen, scheint ein guter Preis zu sein. Aber das Heftchen hier kriege ich für 100 weg. Bestimmt. Und das hier auch. Mit Zeit, ne? Mit Zeit ist alles zu schaffen. Nehmen wir mit. Haben wir ein paar neue Sachen bei uns im Laden. Günstig einkaufen und teuer verkaufen. Und vielleicht habe ich ja das ein oder andere Heft davon nicht. Müsste ich dann auch noch nachprüfen. Heftchen. Schön viele Heftchen. Komm, steck ein. Das noch. Aber wir haben genug Waffen, oder? Ja, definitiv. Gut. Jetzt aber, ne? Daumen nach oben. Hat mich gefreut. Oh, das ist sogar der Besitzer, ne? Oh, oh, oh. Danke. Sehr nett von dir. R69. Sehr nett von dir. Wir können. Ja, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr hin zu den Blutkäfern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich wieder regeneriert. Jetzt erstmal ein bisschen Action wieder. Was macht denn hier die Daily Ops Gruppe? Es sind nur noch zwei Mitglieder drin. Können wir da direkt einsteigen? Geht das? Ja, es geht. Und die sind auch schon drin. Kurz rüber gefloppt. Machen wir das fix fertig. Die anderen für die Woche habe ich ja schon durch. Auch wenn wir jetzt hier gerade nicht mehr maximal gebufft sind durch den Unfall. Spieltechnischer Natur. Sollten wir hier keine Probleme bekommen, sofern wir in unserer Power-Rüstung sind. Und steig ein. Wie schnell verschießt sich eigentlich unsere 45er Ultra-Zieht? Ich habe da jetzt erst einmal was hergestellt. Doch, relativ zügig, ne? Wegen der erweiterten Feuerfrequenz. Spritze und... Wie kann ich laufen? Ach so, falsches Loadout. Immer noch nicht. Schande. Müssen wir das jetzt ohne Powerrüstung spielen? Habe ich noch einen Booster? Bitte. Einen Tragekapazitätsbooster? Reicht der? Nein. Sehr schön. Na dann eben ohne Powerrüstung. Ein Glück ist ja heute nicht tödliche Rüstungsdurchdringung. Wie kommen wir jetzt zu den Jungs und oder Mädels? Oh, oh, oh. Die sind getarnt. Habe ich Blitzi dabei? Oh, Blitzi. Ich hätte da reingemusst, ne? Okay. Wir sind tot. Oh. Ist ja gut, Mensch. Ist ja gut. Ich bin noch so gemächlich vom Wochenende. Ich muss erstmal hier wieder reinkommen ins harte Ödland Survival. So, Kloppy Loadout. Kloppy rausholen. Haben wir Quatsch, Kloppy. Ich meine natürlich Blitzi. Blitzi, der vierte. Haben wir keine große Waffe dabei? Doch, haben wir Rasi. Stimmt. Da war ja was. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen überladen. Es war einfach mal wieder Zeit für eine Gauss Minigun. Ich schieße einfach ins Getümmel, ne? Ich hoffe, der Trick mit der Granadierkarte funktioniert noch. Nicht, dass er das irgendwann mal wegpatchen. Wow, was? Wer wirft denn hier so fleißig mit Granaten? Okay, alles cool. Ich habe von den Dingern auch immer so viel. Aber ich verkaufe die ja lieber. Ich glaube, er verfolgt hier irgendeine Challenge, um Atome zu bekommen. Töte so und so viele
Kreaturen oder Grubenhauer mit Granaten. Aktuell mache ich auch sowas. Dankeschön für den Hinweis. Einmal in Bezug auf die Verbrannten, weil wir sowieso derzeit viele Verbrannte killen. Und einmal hier in Bezug auf das Reparieren von Arm- und Beinrüstung. Das kann man ja nebenbei immer so halb fokussieren. Ich komme ja schon. Spritze. Lauf. So, feindliche Gruppe. Hat er schon getriggert? Ja. Aber die wichtigen Gegner sind alle da vorne. Du bist kein wichtiger Gegner, aber du stehst mir im Weg. Stimpak, schön. Verkaufsware. Damit wir heute noch den Händler leer machen können. Ja, komm schon. Was der schluckt, ey. Bin ich im richtigen Loadout? Eigentlich schon. Ah, scheiße. Die Anzeige hier spielt verrückt. Keine Ahnung, was das ist, aber wir müssen es ausschalten. Ich weiß es auch nicht. Meistens kommt er von hier oben. Da ist er auch. Uhuhu. Darf ich was? Boom. Premium-Lohn. Dankeschön. Stealth-Boy, MK3 sogar. Drückt einer den Knopf. Ich muss ja weg, ich sterbe sonst. Ist absolviert, ne? Ja. Gut. Ging ja jetzt doch ein bisschen flotter als erwartet. Aber die hatten ja auch schon angefangen gehabt. Brauchen wir Hirnpilzsuppe? Wenn ja, können wir hier gleich ein paar Pilze mitnehmen. Oh ja, definitiv. Sammelloadout. Nicht viele, nur ein paar. Denn ich glaube, im Zuge der heutigen Aufnahme werde ich noch ein Süppchen kochen. Das ein oder andere. Und weil es hier so schön viel Pilze gibt, nehmen wir natürlich gleich welche mit. Ja, gut. Aber jetzt nicht so übertrieben viel, ne? Am Ende vergammeln die sowieso uns alle immer wieder in der Tasche, weil wir zu viel haben. Hier drinnen vielleicht. Es muss ja höhlich sein. Die wachsen nur in feuchten, dunklen Höhlen und wollen auch genauso gelagert werden. Ich würde sagen, ja, die hier noch, ne? Das reicht. Und die hier noch. Und schon können wir uns hier unsere Belohnung angucken. Aktive Tarnung ist auch immer sehr fies. Am schlimmsten ist ja aktive Tarnung und tödliche Rüstungsdurchdringung. Das ist ja der absolute Oberkiller. Okay, kann alles weg. Aber schön, Ultrazit-Muni. Ja, hier gibt's die, aber draußen bei normalen Gegnern eher weniger. Gleich mal verticken gehen. Genug Scheine sollten ja am Start sein. Jupp, weg damit. Zack und zack. Nee, das nicht. Entschuldigung. Ging fast daneben. Ich sollte das Teil zwischenzeitlich benennen. Ich glaube, der ist auch neu fürs Let's Play, ne? Den habe ich mir nur zurechtgebastelt wegen der Atom-Challenge. Wir müssen nämlich noch jede Menge Verbrannte mit einer Klingenwaffe eliminieren. Und das ist eine Klingenwaffe. Und damit haue ich dann immer auf der Suche nach Spooky Scorches die anderen Verbrannten kaputt. Ja, benennen wir gleich mal um. Ist nur temporär. Ellie, ist gut. Ich benenne es um. Ist in Ordnung. Mach ich. Geht alles in Ordnung. X. V. Tempo. Okay, für... Hey, was? Wieso kann ich den nicht umbenennen? Doch. Geht doch. In Tempo. Tempo. Schnitzi. Schnitzi. Denn so würde ich den ungern behalten. Ich habe den nur nicht weiter gewürfelt. Der hat aktuell... was hat er? Tempo Schnitzi, wo ist er? Tempo Schnitzi, er hat erweiterten Schaden gegen Supermutanten. Macht natürlich bei unserem Vorhaben null Sinn. Aber zumindest macht er auch 40% extra Schaden bei starken Angriffen. Würfel ich irgendwann um das Teil. Wir sollten... Ach, Gruppe ist schon gewechselt. Wunderbar. Aber ich würde... Was? Ereignis abgeschlossen? Hat doch funktioniert. Das wird jetzt auch mir angerechnet, ne? Ja, gehe ich mal ganz stark davon aus.
Aber. Ach komm, wir bleiben erstmal in der Zwanglosgruppe. Kram ist vertickt. Wir müssen noch Wasser sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten kriegen wir nie unsere Kohle zusammen, die wir brauchen für wichtige Dinge hier im Ödland. Zack, zack, zack. Muni nicht vergessen. Und hier weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir das Ding erstmal weiterhin auf Kloppi-Muni lassen. Oder ob wir da irgendwas Neues einstellen. Aber Ultrazit-Muni kann man hier nicht zufällig, ne? Nee, na, das wäre auch zu viel des Guten. Kann man hier nicht automatisch sammeln lassen. Ist natürlich schade. Gut. Ne? Nobody is perfect. Aber irgendwann sind wir ja wieder mit Kloppi unterwegs. Und so lange lassen wir ihn einfach Kloppi-Munition sammeln. Wir können. Es ist soweit. Daily Ops ist abgeschlossen. Wir wollen Süßigkeiten sammeln, ganz schnell. Und danach könnten wir uns ja die ersten Spookies des Tages holen, ne? Beziehungsweise die ersten Spookies der Aufnahme. Süßigkeiten. Noch zwei. Hast du vielleicht ein paar Pläne für uns? Irgendwas, was wir noch gut gebrauchen könnten? Nein, leider nicht. Gut, dann gehen wir jetzt Richtung ersten Anlaufpunkt auf unserer Jagd der gruseligen Verbrannten. Wir wechseln schon mal zum Tempo-Schnitzi. Reise-Loadout. Und wir fangen wieder ganz oben an. Allzu viele sind es ja nicht. Vielleicht haben wir ja Glück, ne? Theoretisch, vor ein paar Stunden war noch Halloween. Deswegen, mir kam es so vor, am Samstag vor Halloween habe ich eine No-Commentary-Aufnahme gemacht und da kamen richtig, also wirklich super viele Spookies. Und vielleicht ist das ja so eine Art Multiplikator wegen Halloween und so. Und vielleicht hält dieser eventuelle Multiplikator noch an. Mal schauen. Oh, da kommt schon der Erste. Wo ist er? Da ist er! Zack, weg mit dir! Und ihr kommt mir auch gerade ganz gelegen. Weiter, weiter, weiter. Ja, hier gibt es immer echt viele. So oder so. Da hinten schon der Nächste. Plastik. Habe ich mitgenommen? Ja. Und floppiwop. Schön durchgesäbelt. Mit Plasma-Schnitzi. Und zack. Und da kommt ja auch schon der Nächste. Also der schwere Angriff ist wirklich ein gutes Stückchen kräftiger. Na. Und wenn man ihn aus dem Sprinten ausnutzt, ist er auch relativ fix. Energie. Weggefetzt. Naja, ein paar Spookies waren ja mit dabei. Ich guck mal kurz in das Loch beim Pool. Vielleicht versteckt sich ja unterirdisch noch einer. Das war hier drüben. Aber das hätten wir gehört, ne? Na, na, hoch hier. Wo ist das Loch? Höp. Hier. Nee, doch nicht. Aber hier, da ist es. Plastik. Nee, das würden wir hören. Oder? Ach, hier war schon einer. Gibt's ja nicht. Na gut, dann machen wir weiter. Im Kempten Park. Denn hier lungert auch ganz gerne mal der ein oder andere Verbrannte rum. Aber wie es aussieht, ist uns einer zuvor gekommen. Schon wieder, was für eine Frechheit. Vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht haben wir ja da Glück. Na? Auch hier nichts. Schande, Mensch. Okay. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal Süßigkeiten und dann geht's zur nächsten Location. Wir waren bei dir noch nicht, ne? Ne, bei ihm waren wir noch nicht. Hallo, hallo, hallo. Schick, 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 schick. Noch einmal Süßigkeiten. Und wenn wir schon mal hier sind, gucken wir doch gleich mal nach dem ein oder anderen Plan. Nope. Okay. Sehr gute Serumspreise. Sehr, sehr gut. Stopp. Oh, hier. Bauplan. Halb voller Kürbisstände. Habe ich noch nicht. Könnte sein, dass ich den bekomme, aber ich will hier nur auf Nummer sicher gehen. Kronkorken haben wir ja genug. Mafia Halloween Kürbis. Okay. Und noch den bitte.
Aha. 345 für ein Serum. Ich glaube, meine verkaufe ich gerade für 349. Solider Preis. Sehr schön. Wir können zur nächsten Spawn-Location von Spookies. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Hier, das Dreieck. Genau, das Dreieck der Verbrannten. Wir fangen beim Morgentown-Betriebshof an. Wir könnten natürlich auch hier hin. Verlesene Gäste. Das ist doch... Das ist... Nee. Da sind sonst Verbrannte, ne? Aber wenn das Event gestartet ist, dann sind das, glaube ich, Ghule. Wobei, das kann alles sein. Da waren auch schon mal Supermutanten. Na gut. Wir versuchen's. Läuft schon seit 6 Minuten.